Hallo zusammen, ich bin heute in Stuttgart beim Gerhard. Der hat nämlich ein neues Spielzeug, das da heißt Iron Horse von Gerhard. Von Walrus wem? Audio. Was? Walrus Audio. Das kann ich gar nicht sagen. Walrus. Das Walross. Ein Walross. Das ist das Paddleboard von Gerhard. Das sieht ziemlich wild aus im Moment. Und das ist es. Und das ist die Gitarre von Gerhard. Das ist eine Fackel, meine ich so, Nebelung. Und das ist der Amp von Gerhard. Gerhard, was ist das für ein Amp? Ein Fender Plus Deluxe Reissue. Reissue. Okay. Das hier ist die Gitarre. Das heißt, es ist jetzt vor den Amp geschaltet. Ja, aber vorher auch. Vorher war es halt noch. Das heißt, da geht's raus in den Amp. Zip. Nee. Genau. Gitarre rein. Gitarre rein in und das Pferd und dann in den Amp. Genau. Da sind wir jetzt gespannt. Genau. Dann hören wir jetzt erstmal den Amp ohne das Ding. So, der Gerhard stellt jetzt mal so ein, wie er es gut findet. Einbaust in deine Kette, wo kommt es denn hin? Da ist ja so viel drin. Ist eigentlich egal, weil das ist beim Switcher, kann man das überall ankapseln, anstöpseln und dann kann man das über den Switcher bestimmen, wann und wo, in welcher Reihenfolge das geschaltet wird. Aber normalerweise baut man Verzerrer eher am Anfang der Effektkette. Also Distortion ist einmal die Verzerrung, dann Ton, damit regelt man die Höhe. Also kann auch Treble sagen, aber es ist halt, links ist eher dumpf, rechts wird es vom Klang her ein bisschen heller, greller. Level ist einfach die Lautstärke und hier hat man dann nochmal einen extra Regler, der quasi die Verzerrung dann ändert. Es gibt verschiedene Dioden, die man benutzen kann bei diesen Tiltminen und die ändern den Klang immer ein bisschen. Und hier hat halt Walrus jetzt zwei Stück reingebaut, einmal Silikon und einmal LED und man kann zwischen denen quasi hin und her schalten. Silikon klingt deutlich wärmer, klingt ein bisschen grieseliger, während LED ein bisschen klarer klingt. Aha. Fazit? Also als Zerr-Sound ist einfach nur der Hammer, weil also es ist jetzt nicht dieser Metal-Sound und du hast diese Wärme und diesen organischen Anteil, der da mit drin ist und es legt sich wie so ein Teppich und hat einfach nur ein richtig schönes, ja, warmes Bouquet. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, ringt die Bell und schickt uns eure Videos. Infos dazu findet ihr in unserer Kanalinfo. Und jetzt üben, 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 üben. Und mit Filmen nicht vergessen.